Materialien unter eine bestimmte Temperatur abgekühlt zeigen erstaunliche Eigenschaften. Man kann sie schweben lassen, sie zeigen keinen elektrischen Widerstand mehr und können so elektrischen Strom ohne Verluste befördern. Aus diesem Grund werden Materialien mit diesen Eigenschaften als Supraleiter bezeichnet. Extrem starke Magnetfelder, wie man sie zum Beispiel beim Kernspintomographen benötigt, können nur mit Hilfe solcher Supraleiter erzeugt werden. Noch müssen diese Materialien aber auf unter minus 150 Grad Celsius abgekühlt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Supraleitung ist eng mit den Namen zweier Männer verbunden, die durch ihre Grundlagenforschung die Entwicklung auf diesem Gebiet erst möglich machten. Heike Kammerling-Onnes wird am 21. September 1853 als Sohn eines Dachziegelfabrikanten in Groningen geboren, einer alten Universitätsstadt im Nordosten der Niederlande. Im Jahr 1870 schreibt Kammerling-Onnes sich an der Universität Groningen für Physik ein.